Weißt du es? Ja, ich hab's gehört. Wahrscheinlich in einem von den beiden Sätzen. Ich habe einen Bauernhof gekauft! Und heute ist eine besondere Nacht. Dieses Video wird nachts gedreht, wie man vielleicht sieht. Denn es ist die erste Nacht am Rosenhof. Ihr habt bestimmt gesehen, wie wir umgezogen sind und mit den Pferden angereist sind. Die Ponys stehen im Hänger. Sind schon ein bisschen aufgeregt. Wir sind da. Es ist immer noch der gleiche Tag. Wir haben uns nur etwas Bequemeres angezogen. Es ist schon dunkel draußen. Findest du es eigentlich schon gruselig oder geht noch? Mann, bisher habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Und du kommst jetzt wieder mit sowas. Ey. Entschuldigung. Bisher war unser Abend super, super schön. Wir haben schon Abendessen gegessen. Ein ziemlich besonderes Abendessen. Das ist mein aktueller Ausblick vom Küchenfenster aus. Alle beide Ponys stehen da draußen. Wir haben Hunger. Wir werden uns jetzt erstmal Nudeln machen. Sind hier sogar schon Töpfe verstaut. Schon alles ganz professionell. Es ist zwar nicht die finale Küche, aber man kann schon mal kochen drin. Mache ich Nudeln, habe ich das gerade schon gesagt? Ich bin sehr hungrig. Und die beiden Mampen da draußen, Toy, Flora und Spirit, haben übrigens ihre volle Montur an, weil die Fliegen ziemlich nervig sind. Fliegendecke, Fliegenhaube, alle Körperstellen sind bedeckt und sie haben Ruhe. Bitte eine große Portion. Und ich hänge hier inzwischen schon mal meine Kleider auf. Ich habe viele schöne Sommerkleider mit. Lilly sieht das anders. Sie schläft in meinem Koffer. Aber ich musste jetzt irgendwie ran. Habe ich noch wo ein Kleid? Das sieht schon super lecker aus. Das sind ganz normal Spiralnudeln mit Tomatensauce. Sehr, sehr lecker. Und wir essen natürlich draußen bei den Ponys. Was ist denn hier passiert, kleiner Spirit? Du hast die Decke ja nur noch halb an. Folgt ihr mich? Ich habe Pferdefutter mit dabei. Eine der ersten Dinge war, dass wir diese Bank hier hingestellt haben. Natürlich denken wir nicht nur an uns. Die Ponys bekommen auch Abendessen. Spirit kann es nicht abwarten. Und Flora erst recht nicht. Schmeckt's? Endlich! Ich bin am Verhungern. Es ist fertig! Lecker. Okay, Leute, glaube ich, träume. Mit Blick auf die Ponys. Cheers! Das ist der perfekte erste Abend. Und so sieht es aus, wenn wir hier ein Thumbnail machen wollen. Jetzt stehe ich auf der falschen Seite. Du bleibst hier stehen. Gute Mädchen. Ready? Und wenn ihr uns jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es unbedingt, dann verpasst ihr keines unserer weiteren Rosenhof-Videos, denn von hier kommen noch coole Sachen, glaube ich. Es ist zwar schon dunkel draußen, aber die Hunde müssen auch versorgt werden. Nicht nur die Pferde bekommen abends ihr Futter, sondern auch die Hunde. Suri, hast du schon Hunger? Hast du Hunger? Billy, hast du auch Hunger? Na los! Mitkommen! Mahlzeit! Gar nicht hastig oder so. Das sieht hier aber bequem aus. Sag mal, schläfst du hier? Nee, das hier ist einfach nur so bequem. Aber heute Nacht werde ich doch nicht im Wohnzimmer schlafen. Ich bin doch mit den Pferden hier. Komm mit, wir schlafen woanders. Vicky hat schon eine Schlafstätte aufgebaut. Ja, komm mit. Und Flora denkt sich so, hä, ich bin doch die Prinzessin. Was ist mit diesen Menschen los? Ich bin gerade auf der Suche nach dem Lichtschalter. Unten. Na, wer guckt denn da? Flora ist auf jeden Fall noch wach. Aber müde. Sie hat gar keinen Bock. Sieht wohl ganz so aus, als würden wir hier schlafen, mitten am Waschplatz. Im Stall. Also wirklich im Stall. Ich habe auch Kontakt mit Flora.
Wir haben sogar an alles gedacht. Hier ist ein Fliegennetz. Dieses Fliegennetz hat sogar Sternchen. Das kann dann so zumindest unsere Köpfe schützen. Dann haben wir Bettwäsche natürlich. Kissen. Oh, ist das cool. Das ist unglaublich. Wir liegen am Waschplatz. Ich hoffe, hier gibt es keinen Wasserrohrbruch gleich oder so. Aber sonst ist es super bequem. Das ist übrigens die Aussicht, wenn ich hier liege. Und dann kann ich hier so zumachen. Aber du hast gar nicht gesagt, wofür das Netz eigentlich gut ist. Na, zum Fliegenschutz. Ja, damit hier in der Nacht keine Spinnen in unsere Münder krabbeln. Ach so, für Sarina ist Spinnenschutz und für mich ist es so alles Schutz. Ziemlich cool. Und da sind sogar Sternchen drauf und ich glaube, die leuchten. Mach mal das Licht aus. Sternchen? Leuchtet die? Kannst du was sehen? Da oben sieht man ein paar leuchtende Sternchen. Und jetzt gehen wir schlafen. Kann ich noch was essen? Kann ich noch was essen? Wir haben hier nur noch eine Taschenlampe. Oh, ich habe noch ein paar Nudeln übrig. Ich hole mir die. Was? Sarina holt im Ernst ihre Nudeln. Jetzt. Seid ihr auch solche Nachtesser? Ich esse nachts eigentlich nichts. Nach dem Zähneputzen kommt es für mich gar nicht mehr in Frage. Dann habe ich auch gar keinen Hunger mehr. Erst wieder zum Frühstück. Oh, hallo Suri. Suri ist auch im Stall. Was geht? Hallo. Suri schläft auch im Stall. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Ich finde dieses Geräusch voll schön, wie die Pferde ihr Heu mümmeln. Könnte ich die ganze Nacht zuhören. Vielleicht schlafe ich auch super gut dabei ein. Ist irgendwie so meditativ. Die haben noch voll viel über. Ich glaub's nicht. Die Pferde dürfen essen, das macht mich hungrig. Wir wollten doch gerade schlafen gehen. Wie spät ist es denn schon? Du wolltest schlafen. Ich guck mir noch Gruselvideos an. Du hast sie nicht mal, das kannst du alleine machen. Dann schlafe ich nicht im Stall. Hey, kennst du eine Gruselgeschichte? Ja, das ist von einem Mädchen, die im Stall schläft. Erzähl mal. Ich glaube, es beginnt damit, dass sie mitten in der Nacht noch Nudeln macht. Und dann? Dann hört sie immer ein Geräusch. Nee, es kommt eher von der Richtung. Da liegt doch kein Ungeheuer. Es ist ein verfressenes Pferd. Weil ich lächle diese Gruselgeschichte der Welt. Deine Flora kommt nachts auf. Es ist ganz dunkel und auf einmal stupst sie dich an. Weißt du nicht, wer es ist? Da würde ich mich doch mal freuen. Ja, zuerst, aber wenn du nicht weißt, dass sie es ist, dann hätte ich schon Angst. Die Versuchung ist schon groß, Spirit hier ins Bett zu holen. Hier ist absolut kein Platz für eine dritte Person und schon gar nicht für ein Pferd. Sag mal, isst du gerade meine Nudeln? Jetzt hast du mich hungrig gemacht. Flora checkt die Lage aus. Entschuldigen Sie, warten Sie auf etwas? Und jetzt mümmelt sie weiter ihr Abenteuer. Brauchen Sie noch etwas? Zimmerservice ist schon fertig, Bettchen ist gemacht und Bäuchlein müsste voll sein. Und wie sieht's bei dir aus, mein kleiner Spirit? Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schon komisch, wenn man hier im Bett liegt und dann guckt das Pferd hier rüber. Weckst du mich einfach auf, wenn du Hunger hast, ja? Morgen früh. Gute Nacht, Flora. Schlaf gut. Ich find's so kuschelig. Das wird eine coole Nacht. Geht das nicht heute in Erfüllung, was wir träumen? Also, weil du hier die erste Nacht schläfst? Ist das nicht so, wenn man umzieht? Hoffentlich träumen wir gut. Okay, gerade steht sie ja einfach nur rum. Oh, ich glaube, sie geht trinken. Doch nicht? Oh, vielleicht legt sie sich jetzt hin. Na? Nö. Oh, sieht ein bisschen gruselig aus. Oh, Leute, die Augen. Oh, ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, jetzt legt sie sich hin. Bumm, und der Elefant liegt. Oh, wie niedlich. Ich freue mich voll, dass sie sich schon in der ersten Nacht hinlegt, weil das ist einfach mal gar nicht selbstverständlich. Und das zeigt mir schon, dass sie sich auf jeden Fall wohlfühlt und dass sie alles hat, was sie braucht. Oh, jetzt legt sie auch noch ihren Kopf mitten in die Sägespäne ab. Wie niedlich ist das denn? Oh, Mäuschen. Oh, ich glaube, sie dreht sich sogar zur Seite. Das bedeutet eigentlich immer, dass Pferde träumen. Und da liegt sie jetzt. Ach, mein Flöchchen. Ich freue mich voll, dass es ihr so gut geht und dass sie anscheinend sehr, sehr glücklich und zufrieden ist. Gute Nacht, Flora. Ich bin gerade aufgewacht. Und ich war erst voll verwirrt, wo ich gerade bin. Aber dann habe ich die Pferde Heu essen gehört. Und erst wusste ich nicht, wo ich bin. Und jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Aber ich bin im Stall. Vicky hat mich gerade aufgeweckt und gesagt, dass da drin irgendwas Komisches ist. Da kommt ein Geräusch von hinter den Heuballen. Guck mal um die Ecke.
Ich glaube, da ist ein Tier vielleicht in so einem Sack gefangen. Aber warum müssen wir das denn jetzt machen? Nee, wir können immer das Tier freilassen. Weißt du es? Ja, ich hab's gehört. Habt ihr das Rascheln auch gehört? Schlangen können nicht rascheln, oder? Also ich habe in letzter Zeit zu viele Schlangen-Horror-Geschichten gehört. Wir gucken da jetzt einfach nach. Kann ich mal eine Taschenlampe? Ja, du musst mit deinem Handy leuchten. Aber da ist doch die Kamera an. Wahrscheinlich in einem von den beiden Säcken. Hier, ein kleines Mäuschen. Schau mal. Oh. Und tschüss, Freundchen. Tschüss. Einfach nicht mehr da reinhüpfen, ja? Aber es ist noch voll früh, also voll spät. Ich schlafe noch ein bisschen weiter. Die Sonne ist noch nicht mehr aufgegangen. War auf jeden Fall eine coole Nacht bis jetzt.